Dann geht es los in 3, 3, 2, 2, 2, 1. Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge WeGrowth. Natürlich auch mit dem Tribolo. Guten Tag. Guten Tag und mit meiner Wenigkeit, dem Street. So, wir wollen uns jetzt erstmal auf die Socken machen um 710er oder 701. Was war das? Dena. 710er. 710er Suzuki. Oil. Von Oil abgeleitet. Hier hast du noch ein paar Empty Maps. Ah, cool. Die habe ich nochmal schnell hergestellt. Ach so, 710 ist dann quasi 7 das O. Nee. Nee, 7 ist das L, die 1 ist das I, 0 ist das O. Also du musst es ja so sehen, es soll ja auf dem Kopf stehen. Weil Ah, ja. Ja, jetzt er habe ich's. kennt es immer noch nicht. Weil es gibt Autos, pass auf, es gibt Autos. Da ist bei den Deckel von dem Öl, ja, wo du Öl einkippst in den Motor. Da steht dann halt drauf OIL. Wenn das Ding jetzt aber auf dem Kopf steht, dann steht da drauf 710. Das ist wie die Sicherung, die Feinsicherung OE. Ja, okay. Ja, du lachst, es kam jemand an und fragte: Sag mal, hast du nicht noch zufällig eine Sicherung für mein, was war das hier, irgendein Opel Astra? Ich sag, ja, was denn? Ja, der Scheibenwischer ist kaputt. Ich sag, was steht drauf? Ich sag, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, das ist das Komische, steht drauf OE. OE, was ist das denn? Na, ich gehe bei mir in eine Werkstatt, überlege noch mal kurz so und denke so, 30 Ampere. Ja, das kann nur 30 Ampere sein. So, ich ziehe das Ding raus. Beim Rausziehen denke ich so, 30 Ampere. Guck so auf die Sicherung, fang voll an zu lachen. Der andere kommt an, drückt mir die in die Hand und sagt, ja, guck mal, OE. Ich nehme die, drehe die um und sage, da steht 30. Ich sage, du bist Bankkaufmann. Ich habe mein Konto bei dir bei der Bank. Morgen nicht mehr. Ja, klasse. Ja, Ach schön. nee. So, jetzt kommt erstmal der Atlas da zur Geltung. Warte mal, das war. Warte mal, die. Warum sehe ich jetzt keine Map? Warum sehe ich jetzt nur leeres Blatt? Ich weiß es nicht. Ich habe doch vorhin noch eine Map gesehen. Ach, jetzt. Ah, guck schon an. Wir können auch gleich die Nacht überspringen. Können wir mal, ja. Okay. Ja, gut, Aber dann nochmal unter hier. freiem Himmel und so. Ja, natürlich. Ist gleich soweit. Ja. Ja, wie das mit dem Atlas richtig funktioniert, frag mich nicht. Ich habe das da damals irgendwie eingefügt. Ich glaube, du musst unter freiem Himmel eine Empty Map irgendwie generieren und dann dem Atlas hinzufügen. Okay. Glaube ich. Ja, Auto Center, Auto Create. Auto Create, ja oder nein? Keine Ahnung, ne? Auto Create, das klingt doch gut. Ja, mach ich mal, ja. Also wir haben jetzt noch sieben Empty, neun Empty Maps da drin. Eine ist schon mittlerweile benutzt. Ah, ja. Jetzt Kann habe ich ich auch laufen. noch eine dritte. Eine zweite. Eine zweite Ah, Map. jetzt ja. Das sieht man schön die Base. Ach In. so. Achso, ja. So. Aber vorhin habe ich jetzt nur die Baumfarm gesehen. Achso, vorhin waren auch wieder zwei Freunde von mir da. Deine Ends, ja. Ja, aber die sind Gott sei Dank draußen gespawnt. So, Gut. dann welche Richtung wollen wir gehen? Ja, toll, jetzt habe ich noch eine Map. Jetzt hab ich bald die komplette Dingens, keine Ahnung. Ja, gehen wir erstmal in die Richtung, würde ich sagen. Uha, Kanada. Ich muss hier irgendwie am Zaun durch das Gatter und. Ach, mit Karte ist es so schlecht. Ja, das ist richtig. So, okay, gut. Nochmal auf die Karte gucken. Ja, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen, ja. Dann wird die Dann? Karte erstmal aufgedeckt. Okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Ja. Guck mal hier, Slate. Was? Slate? Ja, tschüss Basis, war nett mit dir. Wir Ja. bauen quasi, wenn wir irgendwo angekommen sind, eine neue Basis auf. Wahrscheinlich. Sollen wir vielleicht noch ein paar Seeds mitnehmen? Nee. Lass sie doch hier einfach vergammeln. Ja, gut. Ja, nicht so, dass ich die Koordinaten nicht vorher aufgeschrieben habe. Für was denn? Sicherheit. So, hier ist ein neuer Teil. Ey, hast du an Nahrung mit gedacht? Ich habe 20 Brote dabei. Ich habe nämlich nichts mitgenommen. Okay, warte mal, ich kann dir mal die Hälfte geben. Das ist sehr freundlich, danke. Oh, Thank bitteschön. you. Thank you. We're sinking. Ich habe das übrigens jetzt mal gehört. Ja. War gut, Ja, ne? ist geil. Ja. Here is the German Coast Guard. What are you thinking about? Ach, nee, das ist Stayin' Alive. So, warte mal. Jetzt, wir haben noch sechs Karten, okay. Also hier sehe ich noch kein Öl. Alter, hier ist eine Fressnote. Nein, die wird mich. Oh.
Ah. Warte mal. Ich meine die jetzt gar nicht mehr, nicht mal mehr im Creative. Doch. Die Items will ich nicht haben. Achso. Hast du kaputt gemacht? Ja, natürlich. Na gut. Weil diese Fressnotes, da kann mal gerne jetzt was jemand auch gerne bei Street halt in die Kommentare schreiben. Ich habe die Information erhalten, dass diese Fressnotes nämlich sich ausbreiten mit der Zeit. Ja, hier sieht auch das Gelände richtig zerklüftet aus. Ja, ja, richtig. Ich habe nur da irgendwas fliegen sehen, habe mich gewundert, bin da hingegangen und habe gedacht, nein. Naja, gehen wir mal weiter. Oh, guck mal hier. Ja. Gucken Sie mal, Sand. Ja. Oh, lecker, Frost. Mhm. So, 710er. Warte, neuer Kartenabschnitt hat sich aufgetan. Das erklärt jetzt auch, warum da die ganzen... Da, ich war hier schon mal in der Nähe. Echt? Danke. Ja, und zwar hatte ich Bäume gefällt. Das war noch ziemlich zu Anfang. Und hatte mich gewundert, warum da überall Steine lagen. Hm. Warum lagen da überall Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Hm. So, warte mal. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Karten wir jetzt noch haben. Wir haben jetzt noch 5. Das ist okay. Gut. Und da hinten sehe ich so ein Witch-Dingen. Oh, mal wieder. Ja, können wir gleich mal zerstören. Okay. Neue Karte macht sich auf und immer noch kein Öl. Richtig gut. Ja. Also, oder auch nicht. Mach. Ja, ich mach schon die Spawner kaputt. Ja, ja, mach mal. Ich komm mal mit. Ja. Der ist auch kaputt. Passt keiner unter. Ach, guck mal hier. Da ist sogar noch eine Hexe. Das ist aber eine andere. Ja, ja. Kann man irgendwie rechtsklicken. Melon Seeds, Wooden Tie. Wooden Tie? Ja, Wooden Tie. Track. Lapis, Lapis. Sehr gut. Das ist Miriam Blackstone. Mhm. Ja, Tatsache. Und dann kichert sie einem noch so dämlich ins Ohr. Ja. Können wir mal in die Richtung gehen? Welche? Die? Ja. Du bist hier mein Navi. Ich bin dein Navi. Ja, richtig. Warte mal, ich brauche noch meinen Rechenschieber. Ihre Route wird berechnet. Oh. Manchmal bist du ein schlechter Mensch. Ach Quatsch. Doch, manchmal schon. Nee. Ist das hier? Das halte ich für ein Gerücht. Hä? Das ist Quatsch, meinst du? Ja. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Tintenfischkins. Ja, cool. Yeah, gib mir. Nee. Das, nee. Brauchst du nicht. So, neue Kartenabschnitt. Wo ist denn das? Da leuchtet. Achso, nee, das sind irgendwie Sandblöcke oder sowas. Ja, ey, auch, guck mal da vorne. Auch noch kein da Öl. Vorne ist was. Guck mal, da vorne ist was. Da ist doch was. Das sehe ich doch. Ja, ich sehe es auch. Das ist ein Häuschen? Das ist ein Häuschen. Okay. Oh, hier liegen schon wieder überall Steine rum. Wo? Ah, da. Geh mal nicht in die Nähe davon. Ja, die können auch irgendwie unterirdisch sein, meine ich. Okay. Also diese Notes. Aus dem Mod Soundcraft. Ja. Ach, hier so ein kleiner Kunde. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wofür die sind. Oh, der handelt mit mir. Der würde mit mir handeln, wenn ich denn Koboldite Nuggets hätte. Okay. Aber der hat auch nie irgendwie was richtig in seinem Haus außer ein Cauldron. Eine Map habe ich noch. Und dann ist Schicht im Schacht. Ton? Dann müssen wir nochmal. Dann haben wir. Ja, Alter, hätten geahnt, dass wir hier 10, 15 Maps gebraucht hätten. Haben tun. Wenn ich das gewusst hätte. Ja, dann. Hätte ich irgendwie mehr Maps gecraftet als nur 6 Stück. Dann hätte ich 32 gecraftet. Eine Note. Keine Fressnote, aber eine Note. Oh, sehr schön. Note. Note. Ja, immer noch keine Öl. Ich lasse schon wieder einen Cobblestone rum. Es gibt so eine. Ja, gut, das kann aber vielleicht auch sein von den Creeper-Explosionen, die wir da ab und zu mal hören. Meinst du nicht, dass wir jetzt schon ein bisschen zu weit weg sind? Das ist ein nicht geladener Chunk gewesen. Deswegen sag ich doch, meinst du nicht, dass wir zu weit weg sind? Ach, guck mal hier, da hinten ist ein Mannequin. So ein Strohballen-Typ. Wo? Da. Da. Ja, dann können wir den doch mal. Da war doch auch irgendwie Spawner-technisch was. Ja, ich glaube, Zombie-Spawner könnten das gewesen sein.
unter den Kackdingern, ey. Und ich wundere mich immer, wo die Zombies herkamen auf dem Direwolf 20. Ich glaube, auf dem DW20 war das. Okay. Genau, und Blumen. Yeah, wo die Blumen schön blühen. Ich habe keine Schaufel mit. Nicht? Sowas. Nee. Da, Skeleton. Ah, Skeleton sogar. So, welch mein, ist mein, er? Mein kaputt. So, haben wir da noch irgendwas? Nee. Gut. Hm. Jetzt? Ja, Karten sind ausgegangen. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Oh, ich bin schon mal weitergelaufen. Ja, toll. In welche Richtung? Ich komm zu dir. Ich hol dich. Ja, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Ja, dann müssen wir jetzt irgendwie zurückgehen. Mehr Karten craften und dann würde ich sagen... Warte mal. Und, weiß ich nicht, willst du die Aufnahme sonst kurz unterbrechen oder so? Zoom-Level. Ich bin jetzt gerade mal am gucken, ob ich da das Zoom-Level irgendwie ändern kann, damit ich die komplette Karte sehe, aber anscheinend nicht. Hm. Hätte man einen Waypoint gesetzt. Wie denn? Das geht irgendwie mit dem Atlas. Ja? Oh. Okay. Ja. Also wir waren da hinten. Prinzipiell, glaube ich, brauchen wir nur so zurückgehen. Ja, glaube ich auch. Ja, weiß nicht, willst du das jetzt alles noch offscreen machen oder willst du hier jetzt... Ja, komm, wir haben noch 5 Minuten. Pff, das rechnet sich jetzt nicht wirklich. Also, wir haben jetzt gemerkt, dass wir auf jeden Fall mehr Karten brauchen. Ja, wir werden dann erstmal ein paar mehr Karten craften und dann machen wir das demnächst nochmal. Ja. Vielleicht der Ausflug war jetzt... Ja, ich denke mal, werden wir offcam losgehen und dann zeigen wir euch das Endergebnis. Richtig. Ich glaube, anders wird das nichts. So, das sind schon mal aufgedeckte Karten, das ist schon mal nicht schlecht. Ich kann mich daran erinnern, dass jemand auch unter mein Video schrieb, dass es hier Städte gibt, aus denen wir irgendwas brauchen. Ja, das war doch der Einstein. Aber auch Einstein. Ja, ja. Ja, stimmt, das war in Bezug auf den Atlas. Ja, natürlich, ich erinnere mich. Das war in Bezug auf den Atlas. Ja, ja, jetzt klingelt. Mhm. So, auch neue Karte, aber die ist noch nicht ganz aufgedeckt. Das heißt, wir müssten jetzt wieder hoch? Okay. Ja, ich folge dir. Ja, ja, folg du mir mal. Hoffe ich zumindest. Ja, beide ins Verderben. Natürlich, natürlich. Jetzt fängt das an. Mhm. Ist aber schön, ne? Wie blau das Wasser auf der Karte ist. Wenn du ankommst, sehr enttäuschend. Ja. Sehr, sehr enttäuschend. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, als ich jetzt das letzte Mal... Guck mal, was haben wir hier in der Höhle? Achso, es war nur dunkel. Hm, verdammt. Ja. Ja. Als ich jetzt kürzlich meinen Vanilla aufgenommen habe, da habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen über das blaue Wasser an sich gefreut. Ja, das glaube ich. So, weil irgendwie dieses triste Wasteland, das macht schon ein bisschen depressiv. Ja. Ein wenig. Oh, hier ist die Karte zu Ende. Okay. Nochmal ein Stück zurück. So, da ist die Karte. Jetzt wieder da lang. Okay. Also ich gehe jetzt wirklich nur nach Karten. Es wird langsam dunkel, ne? Ja. Ein bisschen. Ja. Ah, hier ist noch eine Karte. Ich sehe immer noch keine Basis. Ja, okay. Ich würde sagen... Hoppala. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, achso, Entschuldigung. Ich würde sagen, auf die Schnelle einbuddeln, beziehungsweise schnell das Häuschen. Ja, komm, hier kannst du dich auch so hinlegen. Achso, das geht ja... Ach ja, da kommt, passiert ja nichts mehr. Das vergesse ich immer. Richtig. Früher konntest du das nicht. Ja. Aber ich glaub, da hast du noch nicht gespielt, oder? Nee, aber ich kenne das auch. Von anderen Let's Playern. Okay. Von mir natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Von wem sonst? So, ja, eben. Ja, die Richtung wieder. Bist du wieder auf dem Bein? Ja, da ist er doch. Ja, ja, ich bin auf dem Bein. Mhm. Auf beiden Beinen. Standfest. Möchte ich sagen. Da ist Lava, das hätten wir eigentlich gleich mitnehmen können. Da ist nichts mehr dann. Oh, keine Map mehr. Gehe ich mal in die Richtung. Nee. Hä? Verdammt. Warte mal, hier ist doch das Witch-Haus, der Witch-Kreisel, den wir da erlegt haben. Ja. Ich erinnere mich. Ah, dunkel war die Nacht. Ja. Mhm. Warum macht er jetzt nichts? Alter, das war falsch. So. Ist das denn der überhaupt? Ja, der ist es. Ja, sollte. Ah, ist es. Ja. Okay, warte mal. Da ist das eine Kopfweb. Ich glaube, das müsste dann in diese Richtung sein. Die Karte zeigt es komischerweise nicht an.
Hm. Die Richtung ist auch falsch. Glaube ich auch, ne? Oder die Richtung? Mm. Ach, schlechter Navigator. Ja, aber total. Ups. Die Richtung. Hm? Nein. Ich weiß es nicht. Die Richtung, der wir gekommen sind. Nee, geradeaus. Aus der Richtung sind wir... Ne, bleh. Da habe ich aber keine Map. Ja, weiß ich nicht, warum nicht. Aber die Richtung ist die richtige. Okay. Oh, gut. Die Richtung ist die richtige. Vertrau im alten Bundeswehrsoldaten. Ja, mach ich dann mal. Karte, Kompass. Alles gehabt. Denn ist die Karte irgendwie, oder der Kompass, der Atlas irgendwie schon ein bisschen useless, ne? Finde ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist schön in der Hand zu halten, ne, und so, sieht ganz gut aus, aber... Ja, andere Dinge sind auch schön in der Hand zu halten und sehen gut aus. Okay. Trotzdem nutzlos. Hm, ja. Mhm. Das ist auch wirklich die richtige Richtung, ja? Ja, 200 Schritte noch. Okay. Also 200 Blöcke noch. 230 circa. Okay. Boing. Worüber? Ja, warum ich jetzt hier keine Karte habe, das frage ich mich. Ich mich auch. Weil ach, guck mal hier, Baumfarm. Wollte gerade sagen, weil ich sehe unsere Baumfarm. Ah, wir sind aber auch nicht in Richtung Baumfarm losgegangen, oder? Kann das... Ah, guck mal hier, eine Karte. Guck schon an. Ja, sind wir irgendwie, ne? Hä? Okay. Ich hab da oben in der Basis noch deinen Pfeil stehen. Hm. Also hier. Du siehst ja auf der Karte immer so ein Pfeil, wo du dich dann befindest. Ja. Und dein Pfeil ist irgendwie noch in der Basis. Okay. Nee, wir sind in irgendeine andere Richtung losgegangen, stimmt ja schon. Na ja, gut. Jetzt wissen wir wenigstens, wie das Ding so einigermaßen funktioniert. Richtig. Und es ist useless. Ja, so ein bisschen. Also eine irgendwie. Map wäre mir eigentlich auch lieber. Ja, irgendwie schon. Kann ich, so cool. Der Atlas passt sogar hier in das Regal. Naja, okay, gut. Wir werden dann demnächst mal noch auf die Suche gehen nach dem Öl. Nach dem 710er. Genau. Richtig. Und ja, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden dann sagen, habt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Tschüss.